Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Projekt Zombie. Beziehungsweise nicht nur zu einer weiteren Folge, sondern zu einer neuen Season Projekt Zombie. Ja, ich war ja in meiner letzten Season, das war die zweite. Eigentlich ganz erfolgreich. Allerdings war es von den Einstellungen her doch etwas zu leicht. Also, wir sind nicht mehr gestorben, beziehungsweise wir sind überhaupt nicht gestorben. Geht ja auch nicht, weil wenn man einmal stirbt, ist man definitiv in diesem Spiel tot. Man hat nur ein einziges Leben. Und kann nicht respawnen. Aber es war, ja, keine Herausforderung. Und deswegen möchte ich jetzt mal das Ganze neu anfangen. Und zwar werden wir ein neues Spiel beginnen. Und diesmal um einiges schwerer, das Ganze. So, und zwar haben wir hier die benutzerdefinierte Sandkasten. Darin werden wir spielen. Dann spielen wir am besten mal in West Point. Das sieht von der Stadtgröße her eigentlich ganz gut aus. Es sieht auch nicht schlecht aus, Rosewood. Allerdings, ich glaube, wir haben sogar in Rosewood gespielt. Allerdings war diese Stadt nicht wirklich groß. Also ich war nach einigen Tagen, war ich beim Plündern komplett durch. Deswegen, wir werden mal in West Point spielen. Und mal schauen, wie weit wir da kommen. So, dann haben wir hier unten, können wir auswählen, welchen Schwierigkeitsgrad wir haben möchten. Und zwar können wir beispielsweise Überleben auswählen. Dann gibt es automatisch die Einstellung vom Überlebensmodus. Oder 6 Monate später. So, Zombieanzahl verrückt. Muss jetzt nicht sein. Ich habe vorher gespielt auf wenig, jetzt spiele ich mal auf viele. Zombie-Verteilung, mehr in Städten. Ja, das auf jeden Fall. So, die Zeit, Tageslänge, Startmonat, lassen wir alles mal so, wie es ist. Dann Wasserausfall sofort, das werden wir nicht machen. Wir werden Wasserausfall auf 0 bis 30 Tage setzen. Genauso wie den Stromausfall. Ich möchte am Anfang zumindest noch ein bisschen Wasser haben, dass ich aus dem Wasserhahn trinken kann. Hausalarm nie. Ausalarm selten. Verriegelte Häuser selten. Lebensmittelverderben normal. Kühlwirkung normal. Verrottetes Essen, okay, das lassen wir mal so wie es ist. Beuteloot Wiederkehr nie. Das passt auf jeden Fall. Vergangene Monat seit Beginn der Apokalypse 6 Monate, das passt eigentlich auch. Dunkelheit Nacht normal. Brandausbreitung, ja, lassen wir zu. Wenn die ganze Welt abfackelt, fackelt sie eben ab. So, dann schauen wir mal unter Natur. Was haben wir denn hier? Temperatur normal, Regen normal. Erosionsgeschwindigkeit, Anzahl der Körper bis 100% Wachstum. Das lassen wir mal auch sehr schnell, aber es sind trotzdem 20 Tage. Ich glaube nicht, dass ich 20 Tage kommen werde, ehrlich gesagt. Es kann sein, dass wir nach einer Folge nämlich schon tot sind. Dann würde ich gerade Season Nummer 4 anfangen. Aber wir schauen mal, wie weit das wir kommen, wenn wir hier das Ganze ein bisschen extremer einstellen. So, Wachstumsrate, stellen wir auch mal auf sehr schnell. Pflanzenbelastbarkeit normal, landwirtschaftlicher Ertrag auch normal. Ausbeute sehr reichlich, okay, das passt soweit. Helikopter, manchmal, oft, einmal. Oh, komm, wir sagen, naja, wohl, wir sagen einmal. Meta-Events, manchmal, manchmal. Schlafevent, manchmal. Okay. Weiß man nicht, Helikopter, okay, kenne ich, der lockt dann Zombies dementsprechend an. Und wir lassen es mal so, wie es eingestellt war, wenn man auf 6 Monate später spielt. Ich glaube, das ist von der Schwierigkeit her ja sowieso relativ extrem. Generatoren-Spawn, normal, damit komme ich sowieso nicht wirklich zurecht. Generierte Häuser. Was heißt hier generierte Häuser? Ah, versteckte Häuser und Leichen, manchmal. Generierte Häuser. Na komm, wir sagen ja manchmal, wenn es ein bisschen was zu entdecken gibt, ist es nie verkehrt. Verfaulende Leichen normal, Blutstärke normal. So, Beute, Nahrungsmittel selten, Waffen selten, anderes selten, alles selten. Passt soweit eigentlich auch. So, dann haben wir Statusrückgang normal, EP-Multiplikator, den lassen wir mal wie es ist. Ausdauerregeneration lassen wir auch auf normal. Hauptkonstruktion, Knochenbruch, ja, lassen wir an. Leiterabnutzung normal, Verletzungsgrad auch normal. So, dann die wichtigste Einstellung überhaupt, nämlich die Zombies. So, Geschwindigkeit, schnell schlürfen. Sprinten, schlürfen. Machen wir mal schnell schlürfen. Stärke, schwach. Stärke, wow. Normal. Härte, normal. Übertragungsweg, Blut und Speichel, das heißt, wir können
Jeder ist infiziert. Eine. Hier ist jetzt das Problem. Und zwar, was man hier einstellt, ist extrem wichtig. Das heißt nämlich Blut und Speichel. Sobald wir gekratzt werden von einem Zombie, gebissen werden oder irgendwie nur angeditscht werden von einem Zombie, haben wir eine Infektion, die uns nach 3 Tagen definitiv das Leben kosten würde, egal was wir tun. Heißt letztendlich, wir dürfen uns wirklich nicht mal kratzen lassen, was jetzt bei sehr vielen Zombies, die ich eingestellt habe, schwierig sein wird. Aber wir lassen es mal auf Blut und Speichel und schauen mal, was draus wird. Infektionssterblichkeit, dass man sofort, hier kann man es einstellen, wann man stirbt. Nach 30 Sekunden, nach 2 bis 3 Tagen, nach 1 bis 2 Wochen oder niemals stirbt. Wir stellen es mal auf 1 bis 2 Wochen ein, dann, wenn wir gebissen sind, können wir zumindest noch ein kleines bisschen spielen, dann muss ich das Spiel nicht ganz so schnell beenden. Reanimierungszeit 0 bis 1 Minute, das passt soweit. Kenntnisse navigieren, Gedächtnis normal, Zerfall, langsamer Zerfall, Sicht normal, 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 normal. So, dann haben wir Bevölkerung erweitert. Bevölkerungsmultiplikator, den lassen wir mal so, wie es eingestellt ist. Bevölkerungshöhepunktsdichte 5. Wiederschein, Stunden 72, Wiederschein, umgehend, wiederkehrender Multiplikator. Folgegeräusche, Abstand. Gruppengröße 200. Ja, ich hatte bei meinem letzten Spiel, also Season 2, hatte ich eine Gruppengröße von 3 angegeben. Gruppengröße von 200, das muss jetzt echt nicht sein. Das ist zu viel. Mit was komme ich denn noch klar, wo ich mich notfalls auch durchschlagen kann? Gruppengröße von 40? Wobei 40 ist auch schon mehr als übertrieben. Wir stellen es trotzdem mal auf 40. Reisedistanz, entfernen die Echtzeit, um jetzt laufen, reisen, Gruppen zu bilden. Die Reisedistanz, ja, machen wir mal auf 30. Gruppendistanz 15, Gruppenradius 10. Wir wollen es ja wirklich jetzt schwer spielen, das Ganze. Und ich glaube, wenn ich 40 Zombies auf einmal hinter mir her habe, reicht das. Ohne Probleme. Vor allem, weil wir sowieso nicht gebissen werden dürfen. Wenn wir jetzt sterben müssten, wäre das eine andere Sache. Allerdings, wenn wir nicht mehr angekratzt werden dürfen, passt das soweit. So, dann werden wir auf Weitergehen. Dann Amy. Wir können auch... Nein, wir spielen einen Typen. Ich habe bis jetzt zwar immer nur Typen gespielt, aber wir lassen es erstmal dabei. So, dann brauchen wir einen Namen. Vorname... Pipi. Nachname Gaming. Letztes Mal hieß mir ja Chuck Norris. Hat uns auch Glück gebracht, aber wir müssen das Ganze nicht ausreizen. Wir nennen uns mal nur PP Gaming. So, Hautfarbe, das eigentlich wie der Typ aussieht, ist mir relativ latte. So, dann gehen wir einmal auf weiter, dass wir nicht ganz so viel Zeit verblämmern. So, wir sind arbeitslos, denn dann haben wir am meisten Punkte, die wir vergeben können. Und zwar möchte ich dann ausschließlich eigentlich Punkte in sowas wie Stärke und vor allem in Ausdauer stecken. Kann länger laufen, ohne zu ermüden. Vor allem sowas hier ist wichtig. Denn ich nehme mal an, wir werden relativ viel weglaufen müssen. So, Glückspilz, mutig und so weiter und so fort. Ich hätte noch gern etwas, was mehr Tragekapazität plus 2 Stärke, das bringt sich so wirklich. Jagen, Schleichen, Zielen. Stärke plus 4. Ich hätte gern irgendwas, wo ich die Zombies besser töten kann. Oh, dickhäutig. Sehr, sehr gut. Geringere Chance, dass Kratzer und Bisse in die Haut eindringen. Das ist sehr, sehr gut, denn dann können wir vielleicht doch zumindest mal ganz kurz angeditscht werden, ohne dass wir gleich sterben werden. So, weniger wahrscheinlich, Resistenzen, mutig, Läufer, Sprinten plus 1. Ne, das passt so. Wir haben jetzt verbleibende Punkte minus 8, das heißt, wir müssen uns jetzt Minus-Eigenschaften geben. Kann nichts hören. Müde, schnell beim Laufen, schwach. Kann keine Bücher lesen. Bingo! Bücher lesen werden wir sowieso nicht. Das habe ich in der letzten Folge auch nicht gemacht. Analphabet, sehr, sehr schön. Bücher lesen brauchen wir nicht. Wobei, Zeitschriften kann ja, glaube ich, auch keine lesen. Aber selbst das habe ich im letzten Spielstand nicht gebraucht. Wir fangen so mal ins Spiel an. Dann haben wir zumindest noch 8 bis 9 Minuten Zeit und können uns das Ganze mal anschauen. Kann natürlich jetzt auch sein, dass wir gar keine 8 bis 9 Minuten überleben und gleich sterben. Dann kann ich gleich wieder einen neuen Spielstand anfangen. Denn ich habe in dieser Schwierigkeitsstufe noch nie gespielt. Bin mal gespannt, was das so gibt. So, wir suchen uns jetzt auf jeden Fall erstmal, haben wir denn überhaupt was? Ne, wir haben nichts. Gut, Karotte, die macht uns Gurke reinziehen. So, die Tipps, die können erstmal weg.
So, eine Einkaufstasche ist schon mal besser als nichts. Sekundär ausrüsten. Da haben wir zumindest schon mal ein bisschen Tragekapazität. Dosen nehmen wir auf jeden Fall mit. Teekessel, Streichhölzer auch sehr gerne. Das nehmen wir mit. Die Einkaufstasche nehmen wir mit. Die Karotten nehmen wir mit. Primär ausrüsten. So, wir haben zumindest schon mal ein Buttermesser in der Hand. Besser als nichts. So, Dosenöffner brauchen wir auch. Dose mit Sardinen nehmen wir auch mit. Nimm jetzt erstmal nicht alles mit, was ich hier finde. Es wäre natürlich sinnvoll, alles mitzunehmen. Aber ich möchte mich jetzt am Anfang nicht überladen. Ich möchte erstmal eine gescheite Waffe finden. Mit der ich mich halbwegs verteidigen kann. Wir nehmen mal noch ein Buttermesser mit. Die halten nämlich nicht lange. Und alles andere ist dann erstmal wirklich optional, was ich jetzt erstmal hier liegen lasse, weil wir werden uns erstmal ein Haus suchen müssen. So, Bücher brauchen wir sowieso nicht lesen. Eigentlich kann ich die Bücherregale komplett ignorieren. Außer ich muss es mal mit den Zeitschriften testen, ob wir vielleicht Zeitschriften lesen können. So, da höre ich schon den ersten Zombie. Dann lohnt es sich vielleicht doch, die Bücherregale zumindest mal anzuschauen, was drin ist. Aber sonst lassen wir das Ganze. So, hier ist leer. Hier ist auch leer. Gut, wir haben jetzt eingestellt, dass relativ wenig Beute vorhanden ist. Damit muss ich dann dementsprechend auch leben. Okay. Wow. Das war eine Kackidee. Ach du heiliger Scheiße. Ich habe ein Buttermesser. Wollt ihr mich verarschen? So, was hält mein Buttermesser aus? Natürlich rein gar nichts. Damit kann ich dreimal zustechen und das war's dann. Hier sind 10.000 Zombies. Wie soll ich denn das schaffen? Hier, wir arbeiten uns, glaube ich, mal langsam vorwärts. So, das war's mit unserem Buttermesser übrigens. Zwei Zombies pro Messer. Hier sind ein paar mehr. Wenn jetzt hier der Alarm hochgeht, dann habe ich ein Problem. So, sind wir bereits gekratzt? Nee, Gott sei Dank. So, Rock. Oh, eine Digitaluhr. Sehr hübsch. Dann wissen wir zumindest, wie spät es ist. So, da kommt die nächste Dame. So, unser Buttermesser ist abgebrochen. Hätten wir, glaube ich, wirklich alle... Nee, oder? Problem. Großes Problem. Alter, das ist doch unschaffbar. Okay, das passiert, wenn man 40 Zombies als Gruppe einstellt. Wie soll man das mit 200 machen? Sollen wir mal einer erklären. Okay. Wie wir sehen, funktioniert das nicht mal ansatzweise mit 200. Alter. Zombies. Ja, das war's für die Season 3, würde ich mal behaupten. Wir können nicht mehr laufen. Doch, wir können noch laufen. Aber hier findest du keinen einzigen Fleck, wo kein Zombie ist. Vor allem, die rennen wir ja auch lange hinterher. Ist ja nicht so, dass die nach 30 Metern wieder abdrehen. Sondern die rennen wir wirklich eine Ewigkeit hinterher, die Guten. Okay, das kann man vergessen. Ich kann die Zombie-Anzahl, kann ich auf... Was wären realistisch? Vielleicht 10. 10 wäre vielleicht machbar. Sodass ich mich zumindest halbwegs bewegen kann. Aber so hat man überhaupt keine Chance. Ich kann ja wirklich nirgends hinlaufen. Überall stehen Minimum 10 Zombies. Gut, das sind jetzt mal Erfahrungswerte. Ich bringe die Folge trotzdem. Ja, das hat absolut null Sinn, das Ganze. Selbst mit meiner... ich habe schon extra die lange Ausdauer gewählt, dass ich mich lang wegrennen kann. Aber
Keine Chance. Wenn ich in ein Haus reingehe, die sind in 3 Sekunden sind die im Haus drin. Selbst wenn ich jetzt hier durch den Wald renne, ich komme ja keinen Zentimeter weit, ohne dass irgendwo ein Zombie steht. Die stehen ja wirklich überall. Ich könnte mich jetzt hier in den Wald reinstellen, aber selbst da kommen sie ja zumindest halbwegs durch. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Die dicke Haut ist sehr gut, so wie es aussieht, denn ich bin nach wie vor nicht gekratzt. Jetzt bin ich gekratzt, jetzt wäre es sowieso mein Ende. Aber ja. Das war's. Okay, das mit 40 Zombies, das kann man komplett vergessen. Selbst wenn ihr eine richtige Waffe gehabt hättet, wäre das 2 Stunden überlebt, 5 Zombies getötet. Zurück zum Hauptmenü. Das hat keinen Sinn. Dann werden wir das Ganze anders machen. Und zwar muss ich mich dann so langsam oder mehr oder weniger langsam da rantasten. Die Season werde ich jetzt nach dieser 2-minütigen Folge nicht komplett neu machen, sondern wir haben jetzt hier noch die Einstellungen drin, so wie wir es gerade eben hatten. Und wir werden jetzt einfach die Einstellungen ein bisschen feintunen, bis ich meine, letztendlich ist es machbar, das Ganze. Und zwar hier vor allem bei Bevölkerung müssen wir ein bisschen was machen. Und zwar, Minimum 10, Maximum Voreinstellung 100. Ja. Ich werde jetzt hier die Einstellung bei mir ein bisschen überarbeiten, das Ganze. In der nächsten Folge werden wir das Ganze dann nochmal probieren. Ihr werdet nichts verpassen und wir tasten uns jetzt einmal so langsam ran, wann ich sage, okay, ich kann es zumindest annähernd schaffen. Und es wird extrem schwierig zu überleben, allerdings das ist unmöglich zu überleben. Das hat man gesehen, also mit einem Buttermesser gegen 500 Zombies, nee, danke. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen, würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid und wir werden dann eine Lösung finden. Verspreche ich. Macht's gut!